Meine Landratten, willkommen zu dieser Ausgabe Let's Play World of Warships. Heute mit der Kurfürst, dem 10er Schlachtschiff der Deutschen. Und ja, ein wahnsinnig beeindruckendes Schiff nach wie vor mit 105.000 Hitpoints. Also da ist immer HP satt am Start. Und jetzt schauen wir gleich mal, was hier losgeht, denn die Runde beginnt nun so richtig. In dem Fall sei Krampfader ein herzliches Dankeschön für das Replay gesagt. Nach wie vor Replay könnt ihr immer noch einschicken oder immer wieder einschicken. Einfach wie unten in der Videobeschreibung, da findet ihr genau, wie das überhaupt funktioniert. Bisher leider seine Salben alle noch ins Leere gegangen, noch keinen Treffer verbuchen können. Hier dann da jetzt einer, aber 1270 natürlich AP auf dem kleinen Kreuzer. Ist natürlich jetzt nicht so das Gewinnbringende, aber auf der anderen Seite auch verständlich. Extra nur HE dafür laden ist auch nicht so geil. Torpedos voraus. So, die Yamato da hinten. Torpedos voraus. Die schauen alle ganz gut aus. Und da macht er sogar schon eine Zitadelle und in Summe knapp 17.000 Schaden, also das war schon eine schöne Salve für den Winkel, muss man sagen. Die Sekundären sind jetzt auch fleißig am Schießen. So, die Tsuki muss raus und ja, dann macht das natürlich. Eiskalt. Ohne lang zu schnacken. Da hinten ist das nächste Schiff im Nebel. Bis dato logischerweise noch keine Sicht darauf. Er will jetzt hier wohl den C-Cap da mit einnehmen, dass das mal hier deren Kontrolle beinhaltet. Die Yamato konnte da ein bisschen mit 7800 treffen, aber die Akatsuki vorhin, die wird jetzt da sehr spannend. Muss natürlich jetzt auch auf die Torpedos aufpassen, Sekundären schon am Ballern. Jetzt vielleicht eine schöne Salve nochmal in die Seite und dann ja eventuell auch nochmal ein bisschen abdrehen, weil klar, die Torps, die sollte man auf jeden Fall fürchten. Mit dem Flugzeug jetzt hier sich ein bisschen andere Perspektive und auch eine ein bisschen andere Distanz verschafft. Ob er damit jetzt wirklich erfolgreich ist, werden wir gleich oben rechts sehen. Yamato ist zwar nicht mehr zu sehen, aber naja, hat da mal getroffen, aber 1200 Schaden waren es halt dann doch nur. Leider jetzt nichts Dickes. Aber wenigstens haben sie jetzt gleich mal den C-Cap für sich eingenommen. Ich persönlich muss ja sagen, ich finde diese Ansicht furchtbar. Ich mag sie gar nicht. Und gerade bei diesen Distanzen auch nicht meines Erachtens notwendig, den Aufklärer zu nutzen. Aber jeder so, wie er es braucht und will. Hier, die Salve ging jetzt richtig dick schon mal daneben, beziehungsweise in die Insel. Auch das sieht man in der normalen Ansicht deutlich besser.
Ja, die Salve jetzt mit 4100, also er kriegt jetzt noch nicht so die richtig dicken Hits hin, muss man sagen. Aber jetzt vielleicht auf die Schal, da einen richtig satten, die dreht auch da gerade so ein bisschen ein, also seitlich hätte er sie mal, aber es sind natürlich 17 Kilometer, die muss man auch erstmal so treffen und ja, muss man halt erstmal so treffen, gell? Wie man so schön sagt, leicht wäre es ja, in der Theorie. Auch hier jetzt wieder 1270, also man sieht, teilweise ist es so zäh wie Hechtsuppe. Gerade schon fast 8 Minuten in der Runde am Spielen, aber halt 46.000 Damage erst. Und wir wissen alle, da geht auf jeden Fall mehr. Jetzt ist nur eine Frage der Zeit, bis wieder auch auf ihn geschossen wird. Die Missouri da hinten mit ihren 800... Ja, die Missouri sollte jetzt gleich zerstört sein. Aber nein, die erholt sich da nochmal. Hat jetzt da Glück gehabt, aber jetzt kommen wir auf die Zau. Gute Distanz. Ja, und endlich gibt es den dicken Hit. Zwei Zitadellen, vernichtender Schlag. Sowas wollen wir sehen. Genau so und nicht anders. Und jetzt auch die Charles Martel und endlich fliegen die Granaten so, wie er es braucht. Und auch die Schiffe werden so versenkt, wie er es haben will. Das nächste Ziel ist natürlich jetzt sehr interessant, weil die alle sehr weit weg sind. Also hier... Die Baltimore ist noch die nächste mit 17 Kilometern und auch vom Winkel her so mit das Schönste. Ansonsten wird es ein bisschen knapp als andere. Läuft aber gerade für sein Team. Sie haben mittlerweile zwei Caps. Oh, jetzt nochmal eine Zitadelle. Jetzt hat er scheinbar endlich das Zielwasser getrunken, was er gesucht hat. Sie haben jetzt 6 Schiffe schon zerstört. Der Gegner hat erst 3 Schiffe von seinem Team rausnehmen können. Also jetzt langsam aber sicher dreht sich hier das Momentum zugunsten von ihm und seinem Team. Die Yamato hier jetzt im Rückwärtsgang. Das ist natürlich immer ein super feines Ziel. Deswegen alle Granaten raus, die da vorhanden sind. Aber die ersten haben noch nicht schön gesessen. Die zweiten schauen ganz gut aus, aber mit 7000 auch noch nicht richtig zermarternd. Hydroakustische Suche macht er nochmal an. Auch ja nichts zu verpassen. Heilung ist auch nochmal angeschmissen, wobei die ist jetzt meines Erachtens ein bisschen nicht unbedingt nötig gewesen. Jetzt schießt er weiter mit AP. Jetzt ist er sehr breit zur Bismarck unterwegs. Also meines Erachtens ein bisschen zu breit. Da würde ich doch einen Spitzer anfahren. Ja, und man sieht schon, die hat schon nicht schlecht getroffen jetzt hier, die Bismarck. Also der Winkel war jetzt nicht optimal. Klar, er will natürlich mit allen Kanonen draufschießen, verstehe ich auch, aber ab und an muss man sich da ein bisschen reduzieren und zurücknehmen. Und jetzt ganz im Gegenteil, er macht es nochmal breiter. Zieltreffer der Sekundären, kommen zwar einige rein, aber
Naja, das ist wirklich was bringen, tut ihm das gerade nicht. Kein Brand, kein gar nichts. Jetzt ist endlich der Brand aktiv, den er da gebraucht hat. Und jetzt wird es eine... Oh, oh, was passiert jetzt? Die Bismarck hält voll auf ihn drauf und er ebenfalls. Er setzt jetzt nicht zurück. Das sieht nach einem... Oh, oh, das sieht nach einem Sturkopf aus. Heidewitzka, da werden wir jetzt wohl eine... Ja. Da hat er sich den Sturkopf geholt und die Krake sich gesichert, aber schaut mal, wie low er da ist. Mit 3943 HP ist er hier noch im Wasser. Jetzt muss er ganz schnell schauen, dass er wieder eine Heilung an den Start bekommt. Der Gegner hat es Gott sei Dank noch gar nicht so mitbekommen, dass er hier so low ist. Sonst würde er wahrscheinlich locker und längst schon auf ihn schießen. Und bevor die Yamato gerade die Türme gedreht hat, konnte er noch die rausnehmen. Jetzt kann er sich endlich wieder heilen. Sehr, sehr wichtig, weil die Yamato auch schon hier auf ihn drauf ist. Und langsam ist aber bei so Damage-Bereichen, die so wirklich Spaß machen, über 150.000, das ist, wo man sagen kann, yo, jetzt läuft's langsam. Bis zur nächsten Heilung dauert es noch eine Minute, aber wenn er die wieder an den Start bringt, dann kriegt er nochmal... Ja, roundabout nochmal 20.000, 21.000 HP wieder zurück. Also dann wäre er in Bereichen, wo er wieder sehr entspannt ist. Und diesmal geht er jetzt nicht mehr für den Ram-Kill, so wie es aussieht. Er lenkt schon gegen. Er will jetzt hier mit der Yamato nicht das gleiche Spielchen wieder haben. Feueralarm auf Deck. Und da nimmt er sie jetzt aus einer ganz nahen Distanz mit drei Zitadellentreffern, die eigentlich fast nicht nötig gewesen wären, aber da aus dem Wasser raus. Also, das war jetzt nochmal eine schöne Action. Und erstmal hat er jetzt kein Ziel mehr sich gegenüberstehend. Jetzt wird es erstmal wieder ein bisschen ruhiger hier auf der See. Die Rhone jetzt hier für ihn hinterhalb der Insel, also deswegen kann er einfach nicht drauf ballern zum jetzigen Moment. Aber auf der anderen Seite, er hat schon 7 Kills, also für seinen Damage muss man sagen, war er da killtechnisch sehr, sehr aktiv. Und jetzt geht es aber auch langsam Richtung Ende dieser Runde. Damit sag ich euch schon mal ein wunderbares guten Abend, guten Tag oder guten Morgen. Einen schönen Resttag noch und bis zum nächsten Mal, euer Alcaramba.